Zwei Tage ist es jetzt her und ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt. Glaubt, ein kleines bisschen stutzen werde ich ihn wahrscheinlich schon noch. Und auch die Bartlinie gefällt mir noch nicht optimal momentan. Also, er ist super geschnitten alles. Nur hier oben, der setzt mir ein bisschen zu tief an. Das ist mir ein bisschen zu clean, falls jemand was damit anfangen kann. Dieser typische, es muss alles super akkurat sein. Das ist nicht so mein Ding. Also, normalerweise setzt meine Bartlinie, falls man das überhaupt so nennen kann, ungefähr hier an. So kann man zu diesem Bart eigentlich nur sagen, das ist noch nicht meine finale Form. Aber kommen wir nun zum heutigen Thema. Und ich kann mich irgendwie noch nicht an diesen Blick gewöhnen. Das sieht so anders aus, verdammte Sch. Da müssen wir jetzt aber durch, würde ich sagen. Der Bart, beziehungsweise der Vollbart, ist nun also Geschichte, meine Freunde. Beziehungsweise wurde der Bart getrimmt. Denn freiwillig würde ich mir den nie komplett abnehmen lassen. Es gibt einige, die behaupten würden, der Bart ist alles, was mein Kanal ausmacht. Und ich will gar nicht abstreiten, das ist wahrscheinlich das größte Erkennungsmerkmal meines Kanals namens Beardbro TV bisher war. Aber eben nicht das Einzige, denn nur einen Vollbart in die Kamera zu halten, wird wahrscheinlich keine Community aufbauen und auch keine Videos aufnehmen und schneiden können. Moment, könnte eigentlich schon wieder eine geniale Marketingidee sein, nachdem es jetzt schon den autonomen Salzstreuer gibt. Warum nicht auch den autonomen Vollbart? Spaß beiseite, natürlich ist so ein Vollbart extrem markant. Und natürlich bin ich den meisten einfach so im Gedächtnis geblieben als der Typ mit Vollbart. Aber es geht mir heute nicht unbedingt um die Leute, die enttäuscht sind aufgrund einer veränderten Oberflächlichkeit meinerseits. Und nehmen wir uns mal nichts vor, man muss auch nicht das ganze Leben mit Vollbart rumrennen. Es kann auch mal Phasen geben, wo man einfach Bock hat auf was anderes. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, von einem auf den anderen Tag, warum auch immer man immer diesen Spruch bringt, aber irgendwie passt es gerade, dass wenn man sich für eine Variante vom Bart für den Rest seines Lebens entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich sogar die, also die praktischere Variante. Was ich heute aber sagen möchte, Beardbro TV bleibt natürlich nach wie vor Beardbro TV. Und das liegt definitiv nicht nur an diesem überteuerten 700 € Patent, was ich für den Namen Beardbro TV angemeldet habe und es jetzt kein Zurück mehr gibt, sondern weil es mich trotzdem nach wie vor immer mit Bart geben wird, egal in welcher Variante. Und ich glaube, dann passt der Name Beardbro TV nach wie vor doch ganz gut, oder? Denn ich behaupte jetzt einfach mal, dass die Länge des Bartes im Vergleich zur Persönlichkeit des YouTubers nicht unbedingt ausschlaggebend sein sollte. Ey, ohne Scheiß, zieht euch das Video bis zu diesem Punkt einfach nochmal von vorne rein und trinkt jedes Mal ein, wenn das übelst zweideutig klingt. Oh wow. Oh wow. Die Challenge, die ich direkt vor diesem Video hochgeladen habe, war wahrscheinlich die aufwendigste und wahrscheinlich auch die beste Challenge, die es auf meinem Kanal bisher gab. Und innerhalb dieser Challenge, das wissen nun mittlerweile alle, ging es eben auch um diesen Bart. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich stand zu meinem Wort und würde es auch immer wieder so tun. Auch wenn ich wüsste, dass diese Frage mit vorkommt. Aber ja, auch ich wurde emotional, als ich das Video fertig schnitt und dann auch das erste Mal am Stück gesehen habe. Denn irgendwie verbindet man mit dem Bart ja doch extrem viele Momente aus der Vergangenheit. Und wo wir angefangen haben, wo wir jetzt hingekommen sind, was unterwegs alles passiert ist, was ich alles durch YouTube und meinen Kanal bisher sehen und erleben durfte. Wo ich wahrscheinlich ohne YouTube nie die Chance dazu gehabt hätte. Und wie viele Leute haben mich einfach nur Barty oder Beard genannt. Und natürlich macht das dann in kurzen Moment einfach auch traurig. Das hat man aber, glaube ich, auch die letzten Sekunden in dem Video gesehen, die ich dann schon ein bisschen emotional geschnitten habe. Das war ja immer so nicht nur ein Herz zwischen lustig und emotional, dass das nicht nur in eine Richtung geht. Indem er natürlich auch anmerkt, dass das Thema mir eben nicht egal ist und ich nicht einfach aus Spaß mal schnell den Bart abrasieren möchte. Aber genau das können wir doch trotzdem in Ehren halten und schätzen, weil ja nichts vorbei ist, sondern einfach nur ein neues Kapitel aufgeschlagen wird in meinem Kanal. Denn für mich geht alles gerade erst so richtig los. Denn neben all dem hier mache ich mittlerweile täglich mehr Abonnenten, als ich es früher innerhalb von Jahren tat. Allein wenn ich jetzt mal die nächste Größe, also die 10.000 Abonnenten anpeile, sah es so Anfang des Jahres aus, als würden wir das vielleicht so in 2, 3 Jahren erreichen. Social Blade hat es, glaube ich, sogar noch später prophezeit. Und jetzt sieht es mittlerweile sogar so aus, als ob wir das sogar noch vor dem Hochsommer erreichen, was unfassbar ist für mich. Und plötzlich scheinen all die kommenden Nullen und all die kommenden Meilensteine nicht mehr ganz so unerreicht. Und dafür bin ich euch mega dankbar, ohne Mist. Und da finde ich einfach, dass es das Mindeste ist, an Tagen wie gestern wirklich so lange an diesem scheiß Video zu sitzen, wenn ich euch dafür einfach nur ein Stück Unterhaltung bieten kann. Und ich es quasi noch auf dem letzten Pfiff vor 0 Uhr hochlade und immer noch Dutzende eurer Reaktionen abwarte. Ja, dann bleibt nur noch eine Sache. Was ändert sich denn nun auf diesem Kanal? Denn natürlich kann ich
erstmal das bisherige Logo nicht mehr verwenden. Sieht mir ja jetzt nicht mehr so ähnlich. Weshalb mein Grafikspezialist, der all den Scheiß auf meinem Kanal in die Hand nimmt, direkt schon daran sitzt und schon ein, zwei Vorentwürfe mir hat zukommen lassen. Was für ein Satzbau. Und vielleicht nutze ich den Schwung auch, um endlich mal ein neues und viel, viel besseres Intro sowie Outro für meinen Kanal zu basteln. Zudem möchte ich auch endlich an eigenen Emotes und eigenen GIFs für meinen Kanal beziehungsweise vor allem für die Livestream-Chats arbeiten, wo dann quasi meine Fresse als Emoji in meine Chats gespammt werden kann. Und noch eine ganz, ganz wichtige Sache ist die neue YouTube-Funktion Unterstützer werden. Manche haben es vielleicht schon bei Julian Bam gesehen, die jetzt auch größere YouTuber verfolgen von euch. Er hat ja bei einem seiner letzten Videos am Ende sogar noch gesagt, dass diese neue Funktion für ihn als einer der ersten großen YouTuber in Deutschland freigeschalten wurde. Und da geht es darum, dass man irgendwie wie so eine Art freiwilliges Abo, wo man dem YouTuber irgendwie einen kleinen Kleckerbetrag spendet. Und ich glaube, gehört zu haben, dass dieser kleine Betrag einmal im Monat abgebucht wird, außer man kündigt das, was auch irgendwie monatlich möglich ist. Ich kann jetzt aber nicht genau sagen, ob es wirklich so ist. Vielleicht habe ich es auch einmal nur geträumt. Auf jeden Fall werde ich mir das mal näher anschauen, weil man dann natürlich seinen Lieblings-YouTuber auch ein bisschen mehr unterstützen kann und dafür aber auch gewisse Vorzüge bekommt, VIP-Funktionen, die andere zum Beispiel nicht bekommen und einfach noch andere Vorteile genießt. Somit wäre es dann auch für die ganz harten Follower, für die, die wirklich immer ganz vorne mit am Start sind, die Glockensquad, die Discord-VIP-Gang oder alle, die einfach Bock haben, mir ein bisschen mehr unter die Arme zu greifen, möglich, das zu tun. Aber erstmal ganz ruhig, alles smooth und Schritt für Schritt. Und wenn ihr dazu Ideen, Vorschläge oder irgendwelche Ergänzungen habt, dann kommt einfach direkt in unsere Discord-Gruppe. Die steht auch wieder in der Videobeschreibung, wie unter jedem meiner Videos. Oder sollten euch diese zwei Klicks dieser Gruppe beizutreten zu viel sein und ihr keinen Bock habt, mit mir und anderen Gangmitgliedern privat zu schreiben, so ähnlich wie WhatsApp, nur ohne dass halt nochmal angezeigt werden. Deshalb ist die App so praktisch. Dann könnt ihr all eure geistigen Ergüsse natürlich auch gerne in die Kommentare unter diesem Video schreiben. Ja, und solange ihr damit beschäftigt seid, kämme ich in der Zwischenzeit einfach meinen Bart. Oh.